geht an die Staatsanwaltschaft Schwerin. Komm mal. Die Rechtsmedizin in Schwerin. Der diensthabende Arzt Fred Zack untersucht einen Mann, der durch einen Blitzschlag getötet wurde. Was der Rechtsmediziner sieht, passt nicht zu den Schilderungen aus den Lehrbüchern. Der Körper des Opfers scheint unversehrt, er zeigt keine Verbrennungen. Nur einige Male zeichnen sich auf der Haut ab. Ich habe nie damit gerechnet, dass nach so intakter Haut so schwere innere Verletzungen kommen können. Auf unserem Planeten gibt es ständig rund 2000 Gewitter. Gewaltige Stromstöße entladen sich dabei aus dem Himmel. Blitze, bedrohlich und gefährlich. Noch ist wenig bekannt über diese Phänomene. Wie entstehen Blitze genau? Können wir uns besser davor schützen? Es ist das erste Blitzopfer, das Fred Zack untersucht. In seiner Dienstzeit gab es bisher keinen solchen Fall. Das Muster auf der Haut interpretiert er als Reste einer lichtenbergschen Blitzfigur. Ein typisches Merkmal, das Blitze hinterlassen. Der Mediziner findet aber keine Eintrittswunde. Unter der Haut entdeckt er die tödlichen Verletzungen. Das Gewebe ist verkocht, das Herz geschädigt. Der Blitz hat den Mann nicht direkt getroffen. Er muss in der Nähe eingeschlagen sein. Häufig ist es so, dass man nicht weiß, warum ist der jetzt verstorben und der andere hat überhaupt nichts. Die standen doch nebeneinander, als der Blitz kam oder in der Nähe. Und insofern hat so ein Blitzunfall doch schon etwas Eigenartiges, etwas Seltsames. Der Blitz hatte eine Pappel am Rand eines Fußballplatzes getroffen. Die Energie breitete sich bis ins nahestehende Zelt aus. Dort hatte das Opfer Schutz vor dem Gewitter gesucht. Häufig verursachen Blitze Unfälle auf Fußballplätzen. Sie schlagen meist in Bäume oder Flutlichtmasten ein. Ein Risiko, das viele unterschätzen. Der Umgang mit der Naturgewalt sei zu lax, meint Fred Zack. Der Arzt hält viele Blitzunfälle für vermeidbar. Doch die richtigen Verhaltensregeln bei Gewitter sind kaum bekannt. Die meisten Opfer joggen, wandern oder golfen gerade, wenn sie der Blitz trifft. Viele suchen Schutz unter Bäumen und wissen nicht, dass gerade dort die Energie eines Blitzes auf sie überspringen kann. Die größte Sicherheit bieten Häuser und geschlossene Fahrzeuge. Ein Blitz ist so schnell, dass wir nur Teile von ihm wahrnehmen. Hochgeschwindigkeitskameras zeigen die einzelnen Phasen. Für uns unsichtbar bahnt der Leitblitz seinen Weg Richtung Erde. Er spaltet sich auf und verändert mehrfach die Richtung. Erreicht einer der Kanäle den Boden, entsteht ein Kurzschluss. Der Hauptblitz schlägt ein. Der gesamte Strom fließt durch diesen Kanal ab und erhitzt ihn schlagartig. Das ist der Blitz, den wir sehen. Im tropischen Florida sind Blitze eine ständige Bedrohung. Vor allem Golfer werden von den Gewittern häufig überrascht. Im Sommer entlädt sich der Himmel fast täglich. Hier ereignen sich doppelt so viele Blitzunfälle wie in den anderen Staaten der USA. Experten nennen die Region Lightning Alley, Blitzschneise. Die Kleinstadt Melbourne liegt mitten in diesem Gewitter-Hotspot. Für Blitzforscher ist es der perfekte Arbeitsplatz. Am Florida Institute of Technology arbeitet der Physiker Joseph Dwyer an der Frage, wie Blitze in Gewitterwolken entstehen. Hier in Florida ist es wegen der Gewitter gefährlich, nachmittags rauszugehen. Blitze treffen Menschen und zerstören Häuser. Trotz dieser Bedrohung haben wir keine Ahnung, wie Blitze funktionieren. Joseph Dwyer will das Rätsel der Blitze mit einem neuen Forschungsansatz lösen. Mit seinen Studenten baut er an hochempfindlichen Messgeräten. Jeder Blitz sendet elektromagnetische Wellen aus. Dwyer will mit seinen Instrumenten einen bestimmten Teil davon erfassen, die Röntgenstrahlen. Eigentlich sind Blitze nicht heiß genug, um solch intensive Strahlung zu erzeugen. Joseph Dwyer geht dennoch davon aus, dass Blitze Röntgenstrahlen abgeben.
Diese These will er mit Hilfe der Detektoren beweisen. Dieses Instrument haben wir gebaut, damit es Röntgenstrahlen misst. Das ist sehr kompliziert, weil Blitze vor allem Radiostrahlen abgeben. Wenn man bei Gewitter Mittelwellenradio einschaltet, dann knackt es ab und zu. Das kommt von den Blitzen, auch wenn die weit weg sind. Deshalb schirmen wir unsere Sensoren mit dieser Box ab. Das Aluminium lässt die ganzen Radiowellen abprallen. Nur Röntgenstrahlen wandern durch die Metallkonstruktion. Die Detektoren wandeln die Röntgenstrahlen in elektrische Signale um. Diese können die Forscher dann auswerten. Joseph Dwyer ist davon überzeugt, dass die Röntgenstrahlen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Blitzen spielen. Wir wissen zwar, dass Blitze in Gewittern ausgelöst werden, dass sie auf der Erde einschlagen und die Luft leitfähig machen. Aber wie sie das alles machen, das ist uns immer noch ein Rätsel. Die Röntgenstrahlen könnten der Schlüssel dazu sein. Lange galten Blitze einfach als elektrischer Ladungsausgleich. Nach der herkömmlichen Annahme führen die starken Aufwinde in Gewitterwolken dazu, dass Regentröpfchen, Eiskristalle und Hagelkörner miteinander kollidieren. Das lädt die Teilchen elektrisch auf. Die leichteren, positiv geladenen Eiskristalle steigen hoch, die schwereren, negativ geladenen Wasserteilchen sinken ab. Ist die Spannung zwischen ihnen groß genug, entlädt sie sich in einem Kurzschluss. Es blitzt. Ob die Entladung dadurch wirklich ausgelöst wird, ist ungeklärt. Meist gegen Mittag, wenn die Luft sich aufgeheizt hat, braut sich am Himmel über Florida etwas zusammen. In der lokalen Wetterstation von Melbourne arbeiten die Meteorologen mit einem besonders sensiblen Ortungssystem für Gewitter. Die Blitzdetektoren in der Umgebung erfassen alle Arten von Entladungen, egal ob sie zum Boden gehen oder nur in der Wolke überschlagen. Jeder gemessene Blitz wird lokalisiert. Dadurch kann die Zugrichtung des Gewitters überwacht werden. Das System stammt von der NASA. Die Informationen sind wichtig für ihren Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Er liegt eine Stunde nördlich von Melbourne, mitten in der Blitzschneise von Florida. Die Startrampen sind die höchsten Punkte in dem flachen Gelände. Überwachungsvideos zeigen, Blitze schlagen dort bevorzugt ein. Sonden überwachen deshalb das elektrische Feld in der Luft. Überschreitet es einen kritischen Wert, werden sämtliche Arbeiten auf dem Außengelände gestoppt. Die NASA rüstet weiter gegen Blitze auf. Für das Constellation-Programm, Nachfolger der Space Shuttles, wurden neue Blitzableiter entwickelt. Drei Masten statt bisher einem sollen die Entladungen in Zukunft abfangen. Trotz der Vorkehrungen gibt die NASA keine Mission frei, wenn im Umkreis von 20 Kilometern ein Gewitter aufzieht. Immer wieder werden deshalb Starts von Raumfähren verschoben. Auch Passagierflugzeuge sind ständig von Gewittern bedroht. Etwa einmal pro Jahr wird eine Linienmaschine vom Blitz getroffen. Eigentlich sollten Flugzeuge dadurch nicht gefährdet sein. Sie bilden, wie das Auto, einen Faradayschen Käfig. Die Metallkonstruktion leitet den Strom des Blitzes an der Außenhülle ab. Die Passagiere sind so geschützt. Um Gewicht zu sparen, bauen Flugzeughersteller immer weniger mit Metall. Stattdessen wird häufiger Kohlefaser eingesetzt, die leichter ist, allerdings Strom viel schlechter leitet. An der Bundeswehr-Universität in München wird die Wirkung von Blitzen auf die neuen Kohlefaserstoffe untersucht. In einer Hochspannungshalle erzeugen Ingenieure künstliche Entladungen unterschiedlicher Stromstärken und Spannungen. Sie lassen die Blitze gezielt auf die Teststücke einschlagen. Von Flugzeugbauern erhält Wolfgang Zischank Materialproben der Kohlefaserstoffe und entwickelt daran Methoden zum Blitzschutz, um die neue Flugzeuggeneration sicher zu machen.
Kohlefaserflieger müssen wie die herkömmlichen Metallflugzeuge eine bestimmte Leitfähigkeit haben, damit sie überhaupt zugelassen werden. Die Aufnahmen dokumentieren die Versuchsergebnisse. Kohlefaserplatten werden von den Laborblitzen zerfetzt. Einige fangen bei den Tests sogar Feuer. Proben aus dem gleichen Material, die mit einer besonderen Schutzschicht aus Kupfer überzogen sind, fangen den Blitz außen ab. Eine sehr gängige Methode ist, auf der äußersten Schicht ein sehr feines Kupfermesh einzubringen. Das ist also ganz feinmaschig und sehr dünne Schicht eigentlich, nur so diverse 10 Gramm bis vielleicht ganz wenige 100 Gramm pro Quadratmeter. Aber sie sind eben sehr wirksam, diese Schutzmaßnahmen. Es gibt zwar lokale Schäden, die man nach einem Blitzeinschlag schon im Regelfall nachher reparieren wird, aber damit ist die Kohlefaserplatte eben sehr gut geschützt. Eine Kupferbeschichtung auf der Außenhaut ist nur eine wichtige Schutzmaßnahme für Flugzeuge. Wenn der Blitz nur in der Nähe einschlägt, kann sein starkes elektromagnetisches Feld die sensible Elektronik stören. Ein Problem, das Flugzeuge und Heimcomputer gleichermaßen betrifft. Zishank stellt die Wirkung in einem Modellversuch nach. Das Magnetfeld eines Blitzes kann sogar durch Hauswände dringen und hohe Spannungen in den Leitungen erzeugen. Elektrogeräte halten das nicht immer aus. Überspannungsschäden an elektronischen Einrichtungen, das ist eigentlich die Hauptbedrohung zurzeit. Die Schäden sind massiv höher als die direkten Blitzschäden, sprich Brand und Ähnliches. Wir haben in Deutschland zurzeit etwa eine halbe Milliarde bis eine Milliarde Schäden, nur reine Hardware-Schäden durch Überspannungen. Da immer mehr elektronische Geräte genutzt werden, steigen die Schadensfälle immens an. Noch dazu hängt fast jeder Rechner an einem Strom- und Datennetz. Am sichersten ist es immer noch, bei Gewitter den Stecker zu ziehen. Wolfgang Zishank zeigt, was ohne Schutz passieren kann. Er löst eine relativ schwache Entladung aus, nur für Bruchteile einer Sekunde. Sie schlägt knapp einen Meter entfernt vom Rechner ein. Die Folge? Ein Totalschaden. Könnte Ähnliches auch Flugzeugen widerfahren? Die Elektronik an sich ist immer gleich anfällig, egal ob sie hier an einem Computer auf der Erde oder in einem Computer im Flugzeug ist. Man muss natürlich davon ausgehen, wenn in einem Flugzeug ein ernsthafter Elektronikausfall passieren würde, kann das natürlich zu wesentlich schlimmeren Folgen führen, als es hier bei einem erdgebundenen Computersystem führt. Und darum ist es eben auch üblich, dass die wichtigen Steuerungssysteme in Flugzeugen redundant, also mehrfach vorhanden sind, auch auf verschiedenen Wegen verkabelt, sodass, wenn ein System ausfällt, immer noch ein zweites und unter Umständen sogar ein drittes System zur Verfügung steht. Blitze sind für Flugzeuge weniger gefährlich als Turbulenzen, sagen Experten. Dennoch umfliegen Piloten Gewitterwolken lieber. Auf der Erde können wir einem Gewitter manchmal nicht so schnell ausweichen. Peter Hartmann macht im Sommer 2006 diese Erfahrung. An einem See im Sauerland wird er von einem Gewitter überrascht. Hartmann schafft es nicht mehr rechtzeitig ins Haus. Noch bevor Regen fällt, trifft ihn der erste Blitzschlag des Gewitters. Er schießt direkt in seinen Kopf. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, als dass, wenn man Schalter ausknipst. Mehr war das nicht. Ich habe auch keinen Schmerzempfinden gehabt, gar nichts. Peter Hartmann hat Glück. Nur wenige Meter weiter ist ein Team der DLRG stationiert. Die Retter sind sofort zur Stelle und reanimieren ihn. Erst zwei Tage später erwacht Hartmann aus dem Koma. Meine Schwester war die Erste, die am Krankenbett stand, und mein Schwager. Und die sagte: Peter, du hast einen Unfall gehabt. Ich sagte: Ich fahre überhaupt kein Auto. Das war meine erste Reaktion. Und dann hat sie mir dann erzählt, dass ich vom Blitz getroffen worden bin, und das hat im Grunde sehr lange gedauert, bis ich das überhaupt geglaubt habe.
Blitze sind extrem starke Stromschläge. Sie sind bis zu 30.000 Grad heiß, haben mehrere Millionen Volt und zigtausend Ampere. In Deutschland werden im Jahr laut Schätzungen 100 Menschen vom Blitz getroffen. Etwa 5 von ihnen sterben. Die meisten Menschen suchen erst Schutz, wenn es in unmittelbarer Nähe gewittert. Zu spät, meint der Mediziner Fred Zack. Es besteht bereits Lebensgefahr, wenn zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden vergehen. Wenn ich im Freien überrascht werde, hinhocken, versuchen nicht das höchste Objekt zu sein, keine Metallgegenstände in der Nähe zu haben, also mich weit vom Fahrrad wegzubewegen, wenn ich mit Fahrrad unterwegs bin, mich hinhocken und die Beine geschlossen zusammennehmen. Eine andere Art der Aufklärung leisten Mitglieder vom Verein Skywarn. Sie verfolgen Gewitterzellen. Mit Kameras, Radardaten und Blitzmessern ausgestattet, legen sie dabei manchmal mehrere hundert Kilometer zurück. Das Münsterland ist ihr Stammrevier. Ist auch keine große Struktur erkennbar. Auch wenn es am Himmel ruhig bleibt, jede Wolkenformation ist für sie interessant. Die Gründer von Skywarn wollen Gewitter verstehen, um Warnsysteme zu verbessern. Skywarn versorgt mehrere Wetterdienste mit Daten und Bildern. Wir beobachten Gewitter, einerseits natürlich, weil es faszinierend ist, aber andererseits auch, weil es dort noch einen sehr großen wissenschaftlichen Forschungsbedarf gibt. Viele Informationen bekommt man nur vom Boden. Es gibt hervorragende Fernerkundungsmittel wie Satelliten, die man ja täglich im Wetterbericht sieht, Satellitenbilder, es gibt Dopplerradar, es gibt Messstationen, die Messungen nehmen. Aber wirklich unter die Zelle zu gucken, kann nur das menschliche Auge. Wertvolles Wissen sammelt Ansgar Berling einmal im Jahr im mittleren Westen der USA. Hier wurde das Storm Chasing, die Sturmjagd, erfunden. Privataufnahmen zeigen einige Höhepunkte der Reise. Von Texas hinauf nach Kansas rast Berling durch die berüchtigte Tornado-Allee. Die Chance auf imposante Wetterereignisse ist hier am größten. Der Wind hat eingesetzt, da sitzt richtig Power jetzt drin und wir müssen hier ganz schnell verschwinden. Die Tornado-Allee bietet auch Forschern der amerikanischen Wetterbehörde optimale Bedingungen für ihre Feldversuche. Ein wichtiges Hilfsmittel, mit dem sie sich ihrem Objekt nähern, sind Wetterballons. Die Wissenschaftler lassen sie in die Gewitterwolke aufsteigen und dort wertvolle Daten sammeln. Sonden funken die Messwerte später zur Erde. Untersuchungen wie diese haben in der Vergangenheit viele Fragen aufgeworfen. Sie haben ergeben, dass die elektrischen Felder in Gewitterwolken viel schwächer sind als bisher angenommen. Gleichzeitig wurden erste Hinweise auf Röntgenstrahlen gefunden. Was aber löst einen Blitz aus, wenn die Spannung in der Wolke so gering ist? In Florida nutzt der Blitzforscher Joseph Dwyer eine andere Methode, um Blitze zu untersuchen. Er wartet nicht mehr auf einen zufälligen Treffer, er fängt Blitze auf. Von seinem Labor macht er sich auf den Weg zu einem abgelegenen Testgelände im Zentrum von Florida. Dort stehen Dutzende seiner Röntgendetektoren. Abseits der Zivilisation in einem kontrollierten Luftraum befindet sich der ideale Ort für die Experimente. Das Forschungsteam bereitet kleine Raketen für die Versuche vor. An den Geschossen ist ein Kupferdraht befestigt, der bis zu den Instrumenten am Boden reicht. Der Draht soll den Blitz anziehen und messbar machen. So präzise können Einschläge sonst nur selten erfasst werden. Triggern nennen die Forscher ihr Verfahren. Etwa alle 4 Wochen sind die Wetterbedingungen für einen Schuss in den Himmel perfekt. Jeder Einschlag ist ein wichtiges Puzzlestück, um das Rätsel der Blitze zu lösen. Bei fast allen Entladungen wurde Röntgenstrahlung erfasst, manchmal sogar noch erheblich intensivere Gammastrahlen. Dwyer und seine Kollegen suchen nun nach einer Quelle für diese Energie.
Wir müssen einen Prozess finden, der in der Lage ist, Elektronen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Wir sehen da nur eine Möglichkeit, sogenannte Runaway-Elektronen. Das sind unglaublich schnelle und energiegeladene Teilchen. Wenn diese mit Luftbestandteilen zusammenprallen, entstehen die Röntgenstrahlen. Dwyer vermutet, dass kosmische Strahlung die Ursache für diesen Vorgang ist. Winzige Teilchen aus dem All, die ständig in die Atmosphäre eintreten. Treffen sie auf Luftmoleküle, entstehen die überschnellen Elektronen. Das löst eine Art Lawine aus. Diese könnte in einer Gewitterwolke zur Entladung führen. Sind Blitze also gar keine reinen Funküberschläge, wie sie diese Generatoren simulieren? Dwyers Ergebnisse sprechen für die These von der kosmischen Strahlung. Die gängigen Theorien über Blitze wären damit hinfällig. Wir wissen jetzt, dass ein Gewitter eine Menge hochenergetischer Strahlung ausstößt. Sogar die Blitze selbst geben Röntgenstrahlen ab. Blitze verändern also die Chemie der Atmosphäre. Wir wissen noch nicht, was das bedeutet. Vielleicht hat es nicht nur etwas mit dem Auslösen von Blitzen zu tun, sondern hat auch noch ganz andere Folgen. Da sind noch viele Fragen, die wir klären müssen. Auch andere Phänomene, die offensichtlich mit Blitzen zu tun haben, beschäftigen die Wissenschaftler. Gewaltige Entladungen oberhalb der Wolkendecke. Irrlichter in Form von rötlichen Säulen und blauen Lichtbändern. Ihre Entdecker haben sie Kobolde, Elfen und blaue Jets getauft. Berichte von Piloten über solche Erscheinungen wurden lange als Märchen abgetan, bis die Kameras in Raumfähren sie zufällig oberhalb von Gewittern filmten. Von der Erde werden sie mit Hochgeschwindigkeitskameras beobachtet. Kobolde wie diese sind tausendfach intensiver als normale Blitze. Forscher gehen davon aus, dass sie in Verbindung mit besonders starken Gewittern auftreten. Ein anderer Mythos wird im Labor untersucht: Kugelblitze. Seit Jahrhunderten berichten Augenzeugen von dieser angeblich tödlichen Gefahr. Berliner Forscher haben nun bewiesen, Elektrizität und Wasser können so zusammenwirken, dass eine schwebende Plasmakugel entsteht. Den Beschreibungen vom Kugelblitz erstaunlich ähnlich. Das ist natürlich spannend. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wohnzimmer und plötzlich werden Sie von so einer Lichtkugel durch den Raum gejagt. Das klingt aufregend, aber gibt es das wirklich? Ich bin da ziemlich skeptisch. Der Berliner Feuerball lässt viele Fragen offen. Er durchdringt nicht einmal ein Blatt Papier. Die Kraft eines normalen Blitzes ist erheblich größer. Als Peter Hartmann nach seinem Unfall im Sommer 2006 aus dem Koma erwacht, ist er gelähmt. Monate hat er in der Reha verbracht, mühsam hat er wieder gelernt zu gehen. Beschwerden hat er bis heute. An der Universitätsklinik Regensburg will er mehr über die Schäden erfahren, die der Blitz in seinem Körper hinterlassen hat. Aus Münster heute gekommen, nicht? Erstmals führen Neurologen hier eine umfassende Studie mit Blitzschlagüberlebenden durch. Sie vermuten, dass die Entladungen bestimmte Nervenfasern zerstören. Die Folgen wurden bisher nicht untersucht. Wir haben sehr häufig schon Patienten gesehen, die nach dem Blitzschlag nach Hause entlassen wurden, denen gesagt wurde, es ist alles in Ordnung, sie können ihr zweites Leben beginnen, sie haben großes Glück gehabt. Und nach Wochen und Monaten kommen dann Probleme, die dem Patienten nicht recht erklärbar sind, die auch den Ärzten nicht erklärbar sind und die Lebensqualität von vielen Patienten dann deutlich einschränken. Viele berichten von diffusen Symptomen, die mit einer Störung der Nervenbahnen zusammenhängen können. Von Kribbeln und Taubheitsgefühlen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Die Tests sollen Aufschluss darüber geben, wie gut die Nervenfasern in Armen und Beinen noch Impulse weiterleiten. Das Ärzteteam untersucht unter anderem das Schmerzempfinden von Peter Hartmann. Das Plättchen am Körper verändert seine Temperatur.
Hartmann muss angeben, wann es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Vor allem in seinen Beinen bemerkt er kaum etwas. Die Nervenfasern scheinen dauerhaft geschädigt zu sein. Ich habe das subjektive Gefühl, dass das nicht mehr alles so stimmig ist, wie das vor dem Unfall war. Das heißt, ich muss beim Treppensteigen muss ich genau darauf achten, rechts, links, rechtes Bein, linkes Bein etc. pp. Ich kann es nicht mehr so unbewusst machen wie vor dem Unfall. Das heißt, ich muss auch viele motorische Techniken ziemlich neu erlernen. Auch mit den psychischen Folgen haben Blitzopfer zu kämpfen. Viele von ihnen leiden unter Depressionen. Die Regensburger Ärzte gehen davon aus, dass fast die Hälfte der Betroffenen nie wieder arbeiten kann. Peter Hartmann hatte Glück. Obwohl der Blitzstrom direkt in seinen Kopf fuhr, kann er seinen Beruf als Schauspieler wieder ausüben. Gewittern weicht Hartmann bis heute aus. Er ist wetterfühlig geworden, spürt bereits Stunden vorher, wenn sich etwas zusammenbraut. In Florida hat Joseph Dwyer sogar auf dem Dach seines Labors einen Röntgendetektor aufgestellt, falls es einmal in unmittelbarer Nähe blitzt. Der Physiker will keine Entladung verpassen. Joseph Dwyer und seine Kollegen müssen mehr Daten gewinnen, um ihre Annahmen zu belegen. Sie hoffen auf einen Durchbruch in den kommenden 10 Jahren. Dann wollen sie die Antwort auf die Frage haben, wie Blitze wirklich entstehen. Wenn wir erst einmal wissen, wie Blitze funktionieren, dann können wir sie vielleicht besser voraussagen und steuern, sodass sie niemanden verletzen. Wir müssen die Grundlagen verstehen. Erst dadurch können wir in Zukunft vielleicht Leben retten und Schäden vermeiden. Blitze, eine Erscheinung, die seit Jahrtausenden fasziniert und zugleich Angst einjagt. Eine Naturgewalt, unberechenbar und zerstörerisch. Wir können sie einfangen und ihre Strahlen vermessen. Wir können ihren Verlauf mit Spezialkameras verfolgen. Doch trotz modernster Forschungsmethoden bewahren sich bislang die Stromschläge aus dem Himmel ihr Geheimnis. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter dreisat.de Hightech.